Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Die Säulen der Erde. Wir finden uns hier in einem, ich sage mal, einem wunderlichen Frühlingsgewitter der Welt. Es ist, glaube ich, ein bisschen sandig heute, also nicht verzagen, ne? Wir sollten mal Opa fragen, ob wir hier vielleicht durchkommen. Ich glaube aber, der Sandsturm hält inne. Ein Unterschlupf suchen, ne? Müssen wir heute. Aber ich glaube, hier gibt es gar nichts mehr. Jetzt kann sie plötzlich schneller laufen. Oh, eine Hütte, eine Hütte, eine Hütte, eine Hütte. Oh nein. Da müssen wir schneller vorangehen. Upp, und ich hoffe, die Hütte hier taugt was. Wir können nicht rein. Was ist das für ein Lump? Warum dürfen wir da nicht rein? Hä? Aber, hey, wir... Tut mir leid, wenn ich störe, aber ich suche Unterschlupf. Ich war auf dem Weg vom Wollmarkt in Winchester nach Kingsbridge und wurde vom Sturm überrascht. Übel, nicht wahr? Ja, und es wird immer schlimmer. Danke für eure Gastfreundschaft. Wo ist denn der Herr des Hauses hier? Monks fiel in einer armseligen Hütte. Eine Tür. Ich bin verletzt. Es kommen Schreie von draußen. Feuer. Gibt's Fleisch. Bauern? Mal nachfragen, ob sie da was haben. Will niemand rausgehen und nachsehen? Hört ihr das nicht? Vielleicht ist das ja auch nur... Kann mich denn niemand hören? Eine Falle. Entschuldigung, habt ihr das nicht auch gehört? Habt ihr das nicht gehört? Wir können ja so niemanden irgendwie ansprechen, ne? Wir müssen mal rausgehen, weil man weint ja, ne? Aber wo? Hallo? Oh, seid ihr verletzt? Gestürzt. Ich kann mich nicht bewegen. Nehmt meine Hand. Ich bringe euch rein. Wir bleiben nur hier, bis der Sturm nachlässt. Wir werden euch nicht behelligen. Komische Bande. Ich heiße Aliena. Wie heißt ihr? Elizabeth. Ruht euch aus, Elizabeth. Jetzt seid ihr in Sicherheit. Mhm. Sie hat sie angeschleppt. Hätte sie besser sterben lassen. Wir wären alle besser dran ohne Leute wie sie. Wieso?
Ich hoffe, der Sturm verschont eure Felder und Heime. Davon ist ohnehin nichts mehr übrig. Wir haben nur noch unser Leben. Und unsere Würde. Die hast du noch? Die Decke haben wir ja da hinten gefunden, ne? Zum Wärmen. Könnte eventuell für uns bestimmt sein. Was hast du damit vor? Ich borge sie mir nur aus. Versuchen wir friedlich zu bleiben, bis der Sturm sich legt. Mir gefällt das nicht. Danke. Hey, das ist unsere Decke. Könnt ihr nicht sehen, dass sie friert? Lass sie. Es ist nur eine Decke. Etwas zu essen. Nur die Ruhe. Wir haben nicht viel, aber immer genug für eine verlorene Seele. Sie verdient gar nichts. Nimm dir eine Schüssel und bedien dich. Juhu, also da haben wir wenigstens auch die Erlaubnis der alten Dame so rum, ne? Also wir dürfen hier was machen. So, mit Suppe gefüllt. Lass sie essen. Nochmal vielen Dank. So, und die Schüssel geben wir jetzt Elisabeth. Esst das. Ihr müsst hungrig sein. Danke. Das ist sehr freundlich. Warum gibst du ihr Suppe? Dreck! Das ist es, was sie fressen sollte. Wollt ihr, dass sie verhungert? Bitte, fangt keinen Streit an. Ihr seid so freundlich. Andere hätten mich sterben lassen. Die Leute hören mir nicht zu. Meine Begleiter haben nicht mal bemerkt, dass ich fehle. Wer? Mein Ehemann und sein Gefolge. Einen feinen Gatten habt ihr da. Mein erster Mann war ähnlich. Deshalb sind wir geschieden. Geschieden? Ach, er ist einfach nicht mehr er selbst, seit seine Mutter. Vielleicht verstehst du jetzt, was Verlust bedeutet. Und was ihr Leute uns angetan habt. Hört auf damit! Seht ihr nicht, dass es ihr schlecht geht? Woher kennen sie euch? Warum sagen die solche Dinge? Ich bin es gewohnt. Ich schätze, das ist eben so, wenn der Mann ein solches Amt bekleidet. Er muss eine Menge Dinge tun, die den Leuten nicht gefallen. Und manchmal erkennen sie mich auch. Moment. Ist euer Mann der Graf von Shiring? Ich dachte, ihr wüsstet das. William Hamley. Oh, bitte, lasst mich nicht auch noch im Stich. Ich schwöre, ich bin nicht. Ich kann nicht. Ich kannte ihn, als ich ein Mädchen war. Wirklich? Was für ein Mann ist aus ihm geworden? Ich verabscheue ihn von ganzem Herzen. Ich habe der Vermählung in guter Absicht zugestimmt. Aber er hatte andere Pläne. Woher kanntet ihr ihn? Er wollte mich heiraten, als ich etwa in eurem Alter war. Ich schätze, er mag junge Mädchen, ganz gleich wie alt er wird. Ihr solltet ihn auch heiraten? Wieso habt ihr es nicht getan? Er war eine Bestie. Also weigerte ich mich. Ihr habt ihn abgewiesen. Es führte zu viel Leid. Ihr seid so mutig.
Ich wünschte, ich wäre wie ihr. Aber ich kann mich nicht einmal gegen die Diener behaupten. Tut nicht so, als hättet ihr keinen Anteil an dem ganzen Unheil. Seit Jahren zieht er durchs Land, um zu plündern, vergewaltigen und zu töten. Es tut mir leid. Er ist kein Graf. Nach allem, was er uns genommen hat, sollten wir ihm auch etwas nehmen. Sie hat damit nichts zu tun. Wagt es nicht, sie anzurühren. Könnt ihr nicht sehen, dass auch sie eines seiner Opfer ist? Mitgefangen, mitgehangen. Könnt ihr euch überhaupt vorstellen, was es heißt, mit jemandem wie Hamley vermählt zu sein? Die Erniedrigung, die Gewalt und das jeden Tag. Es tut mir so leid. Ich weine, weil ihr auch wisst, wie es ist. Ich weiß genug, um eine Vorstellung von eurem Schmerz zu haben. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich tun soll. Vater, wo soll ich denn bitte mein Pferd anbinden? Oh, es ist Walter. Er sucht nach mir. Kommt mit mir nach Kingsbridge. Man wird sich dort um euch kümmern. Das sollte gehen. Walter. Schau mal an. Lange nicht mehr gesehen. William wäre sehr erfreut, wenn ich ihm deinen Kopf brächte. Selbst nach all diesen Jahren. Nein! Tu ihr nichts! Ohne sie wäre ich jetzt tot. Sie hat mich vor dem Sturm gerettet. Ach, hat sie? My Lady, wir müssen zurück zur Burg. Wir haben schon zu viel Zeit verloren. Ich lasse sie nicht zurückgehen. Ist schon gut. Ihr braucht euch nicht für mich zu opfern. Danke, dass ihr mich gerettet und vor diesen Leuten geschützt habt. Jetzt kommt. Wir müssen weiter. William, warte. Williams Ehefrau. Na dann, haben wir mitgesagt, in die Tasche und untersuchen wir nun. Also, die Dame. Ich habe keine Ahnung, ob wir die Dame untersuchen sollen. Ich habe keine Ahnung. Oh, ist das schon zu Ende? Ich bin still geblieben. Nee, ich habe doch was ge... Ich habe doch sie gesagt, wir sollen sie mitnehmen. Mann, ich hätte doch gesagt, ein Dolch. Hätte den Dolch mitgeben sollen, dann wäre was passiert, dann hätten wir was, dann wäre sie vielleicht. Aber größere Probleme, wenn ein Dolch da wäre. Outlaws. Schauen wir mal an, was dann so losgeht in den Outlaws. Oh, altbekannter Herr, ne? Lieber Francis, die Briefe, die ich dir in den letzten Jahren geschrieben habe, könnten ein ganzes Buch füllen. Aber nur du weißt, was meine Worte in diesen Briefen besagen. Anders ist es mit dem Buch, das ich geschrieben habe. Es hat seinen Weg in die Klöster von England gefunden und sogar darüber hinaus. Wegen meines Buches werde ich wohl mit Bischof Henry sprechen müssen. Aber das ist nicht das Einzige, was mich heute Nacht wach hält. Schreib über die Entdeckung der, in der Krypta, schreib über das Buch, schreib über die, über Kingsbridge. Über die Krypta natürlich. Da haben wir ein bisschen mehr Infos, aktuellere Infos auf jeden Hinter Fall. Einer Mauer in unserer Krypta hat Jack eine verborgene Kammer entdeckt. Wir wissen nicht, wer sie geschaffen hat. Aber es scheint so, dass Prior James sich dort versteckt hat, nachdem er angeblich ertrunken war. Das heißt, dass er noch lebte, als wir uns an Neujahr in Kingsbridge trafen. Dem Tag seiner Beisetzung. Und Jack sagte mir,
Er habe in der Nacht, als die Kirche abbrannte, einen Mann darin gesehen. War das James? Und wenn ja, ist er in jener Nacht in der Kirche verbrannt? Der Staubsturm und die Dürre fordern ihren Tribut von uns allen. Dank unserer Stadtmauer sind wir sicher vor dem Grafen und den Outlaws. Wir hören von Überfällen in der Umgebung. Wir glauben, dass William Hamleys Männer die Angreifer waren. Wir haben genug Vorräte, um noch ein paar Wochen auszuhalten. Aber das Leben ist zum Stillstand gekommen. Martha glaubt, es wird bald Regen geben. Dass der Sturm nur ein Vorbote des Regens ist. Ich hoffe, sie hat recht. Natürlich auch über das Buch. Jonathan sorgt sich wegen meines Buches. Die göttliche Seele. In Winchester hat er gehört, dass Bischof Henry nicht erbaut war von dem, was ich geschrieben habe. Ich bin nicht so naiv zu tun, als wüsste ich nicht, warum. Ich schrieb, dass die Hoffnung göttlich sei. Und da Gott uns alle geschaffen habe, seien Hoffnung und Heil nur in uns selbst zu finden. Henry verkauft Hoffnung. Und ich gebe sie ihnen kostenlos. Wenn die Kirche mich auffordern sollte, meine Position klarzustellen, werde ich das natürlich tun. Aber ich spüre, dass ich den Menschen in diesen schrecklichen Zeiten geben muss, was sie brauchen. Und wie könnte ich etwas anderes schreiben, wenn es das ist, was ich wirklich glaube? Nun beenden wir auch den Brief. Ich das weiß muss nicht, weit nach was genau. Sein. Aber jetzt, da ich dir schreibe, sollte ich aufrichtig sein. Denn etwas liegt mir auf der Seele. Jack hat gesagt, dass er für den Brand in Kingsbridge verantwortlich sei. Ich weiß, es ist alles sehr lange her. Er sagte mir, er habe das Dach in Brand gesteckt, damit es Arbeit für seinen Vater Tom gibt. Mein Gott, rettet euch! Den Heiligen, wir müssen den Heiligen Adolphus retten. Feuer, das ganze Dach steht in Flammen! Mein Gott! Geh da nicht rein! Adolphus, der Heilige, wir müssen ihn retten! Nein, nein, geh nicht! Und so schrecklich es klingen mag, ich kann Jack in meinem Herzen nicht einfach vergeben. Vielleicht, weil dieses Geständnis so spät kommt. Und von einem Mann, dem ich Vertrauen geschenkt habe. Das ist die Wahrheit. Ich sollte an die frische Luft gehen, Francis. Der Sturm hat sich gelegt. Und nun sind wir mit dem Brief fertig und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag oder morgen, wie man das nennen darf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.